Hallo und herzlich willkommen zu Rust, den Überlebenden mit den... Alter, das ist einfach so schäbig, dass wir ja noch keine Hosen haben. Wir sollten diese Folge nutzen, um Klamotten zu holen, eigentlich. Boah. Auf alle Fälle, also es geht gar nicht so. Ich hab auch noch zusammen... Aber ich meine, ich muss ja ganz ehrlich sagen... Ich kann mir eine Hose craften gleich. Ja, Mann. Ne. Ja, warum wohl? Weil du mein Loot mitgenommen hast. Du klar, alter Fuchs. Dann crafte ich mir jetzt ein Höschen aus deinem kleinen Nicht-Höschen. Alter Schwede, eigentlich fände ich es gerecht, wenn du mir den Loot wieder zurückgibst. Wie du bei mir in der letzten Folge da gelegen hast, Alter, guck dir nochmal an. Nachdem du mich da hast sterben lassen, kaltherzig. Ey, sorry. Ey, ich hab vielleicht verkackt, gebe ich zu, ja, aber das dauert ewig, bis das Fleisch gebraten ist. Das dauert echt Tobi, geht das in die richtige Richtung hier? Am besten auch die verschiedenen Feuerstellen nutzen. Ich hab keine Ahnung, wo die Küste ist, ich hab keinen Plan. Hast du dich verlaufen gehabt, als ich dich gefunden hab? Nee, ich bin eigentlich nur geradeaus die ganze Zeit gelaufen, weil ich dachte, da würde es lang gehen. Ich bin aber auch nicht da gespawnt, wo ich ganz vorhin gespawnt bin. Guck mal hier, sowas möchte ich bauen. So eine Art von Plateau. Oder? Wollen wir einfach hier bleiben? Was hältst du denn davon? Hm? Ja, aber das gehört ja jemand anderem. Ja, ich würde sagen, wir machen jetzt mal bauen, oder? Dann haben wir jetzt ein bisschen Essen zusammen oder müssen wir noch irgendwas hier haben? Wir müssen, lass erstmal auf die anderen Jungs warten. Ich habe voll die Idee. In einer der kommenden Folgen machen wir voll Herr der Fliegen, spalten uns in zwei Lager und führen Krieg. Alter, ja, geil. Was das für ein furchtbares Buch. Alter, geil. Ist da hinten die Küste hier? Wenn du hier hinten guckst, ist doch da hinten Küste, eigentlich oder eine nicht? Geile Idee. Ne, also, finde ich auch. Ja, also wenn ihr was kocht, kleiner Tipp, wenn ihr was kocht, habe ich auch eben erst rausgefunden. Splittet das Essen vorher und tut's auf jede Kochstelle drauf. Yes, ich hab Schuhe! Ich hab Schuhe! Unfassbar. Und da hinten sind zwei schwarze Zombies. Ach, du warst am Craften. So. Was? Ich brauche ein schwarzer, ein normaler Zombie. Ich will gar kein Camp setzen. So. Nicht die Zombies angreifen, Bonk. Also dann bist du Geschichte, glaube ich. Ja, normale Zombies kann ich angreifen, aber die schwarzen lasse ich lieber. Aber auch die sind schwierig wegzumachen wohl. Alter, ich habe schon wieder Hunger. Ich habe schon wieder Hunger, Alter. Der Typ, ganz ehrlich, was ich spiele doch bestimmt einen dicken Klops. Was ist da hinter mir? Ah, der Dennis. Ja, na, die Schuhe. Schöne Schuhe, ne? Alter, geil. Das ist aus wie nackten Socken, Alter. Ah, ist das Lager hier links von uns? Kann voll der sein? Deutsche, so, weißt du? Ja, hab ich mir auch gedacht. Oh mein Gott. Das darf ich mir nicht, also ich will keinen Strike auf dem Sarazar-Channel kriegen, deswegen... Ja, komm, Sarazar, guck, komm. Nee. Es gibt keinen Kommen. Es gibt keinen Kommen. Guck ihn dir an. Ekelhaft. Guck ihn dir an. Los, guck ihn dir an. Wo ist denn der Gonk hin? Alter, bitte hör auf. Oh, und die müssen auch mitnehmen, ja. Ey, der will auch unbedingt die ganze Zeit vor meinem Video rumhüpfen. Ich stell mich jetzt hier an diesen Abgrund. Wo seid ihr denn gerade eigentlich? Ich komme jetzt zum Lager zurück. Ich musste mir kurz was beraten. Ey Jungs, was wir jetzt auf jeden Fall zuerst machen müssen, ist, wir müssen unbedingt im Lager uns ein echtes Lager bauen mit Schlafsack, sodass wir da immer wieder spawnen, wenn wir sterben. Wir müssen aber auch das eine stimmt. Tür machen, die wir verschließen können. Und wie bestimmt man, dass jeder dazugreifen kann? Ah, die Hose mache ich mir gerade auch mal. Wie ihr. Ja, ich bin obwohl ich dem Dennis die Hose eigentlich schenken müsste. Ja, bitte. Ich fühle mich irgendwie falsch in diesem Körper. Bitte was? Eine Hose. Darf ich zitieren da, oder? In dem, also wenn du mich gleich siehst, verstehst du, was ich meine. Oh, weia. Tobi, hast du ein bisschen was zu essen dabei? Wir haben jetzt Simon Gosi gar nicht gelernt. Ich vielleicht kann, gefunden, ich, kann ich dir seine Radler leihen. So, ich baue jetzt gerade mein Höschen kurz noch. Oh, Pants. Ja, ja. Mein Inventar ist zum Glück gerade in dem Bereich. Ein Höschen für das Höschen. Nee, du musst noch. Oh, Achtung, Zombie, Zombie, Mitte. Achtung. Du musst weiter in die Mitte. Wo seid ihr gerade? Zurück jetzt. Genau so ist richtig. Wo seid ihr gerade? Wir versuchen gerade das Lager wiederzufinden. Okay. Ich hab eine Hose. Jetzt sind wir bitte an, wie wird's neidisch? Bist du neidisch? Bandage. Ich hab keine Schuhe. Der noch nackt. Heideltraut, der nackte Mann in Socken. Ich glaub, man kennt Heideltraut vielleicht auch vom Media Online. Alter! Nein, Vorsicht! Was ich ein bisschen scheiße finde, man kann sich nicht in externen. Alter, das gibt's doch gar nicht. Ich weiß nicht, wie man aussieht. Wo ist denn der Gonk? Ich bin im Lager gerade und baue Holzplanken. Alter, wir sind beide schon wieder tot. Nein. Gibt's doch gar nicht. So ein scheiß Dreckszombie. Ein einziger. Kommt jemand mit Jagen? Ich glaube, wir brauchen Ich würde gerne mit Jagen kommen, wenn es geht. Okay, lass erstmal alle treffen am Lager. Ja, lass uns mal, lass uns alle am Lager treffen, dann können der Gronk, Sarazar, Benny und meine Wenigkeit ja losziehen, während der Rumpel und der Tobi versuchen, wieder zurückzukommen hier. Ja, jetzt bin ich natürlich ganz allein. Jetzt sind wir, ja, klar, ihr werdet ja wieder, Scheiße. Das ist so ein bisschen blöd irgendwie in dem Spiel. Ja, ein bisschen ist gut.
Aber das ist auch bei Daisy ein Mega-Problem. Aber deshalb war dieses mit dem Lager so wichtig gerade. Und deshalb hätten wir das eigentlich irgendwie in der ersten Folge viel besser... Genau, du hast recht. Aber wir haben ja die Palisaden. Aber, ja. Ey, aber ohne Witz, sobald wir das Lager mit Schlafsäcken gebaut haben... Wir müssen da vorne zur Palisade rein. Baura hat zwei Holzwände, Alter. Für mehr reicht's nicht. Ja, das habe ich ja gemeint eben. Ja, das ist teuer. Ich hab die ganze Zeit die Fackel an. Nee, wir müssen viel Holz sammeln. Erik, baust du da in dieser Sohle in dem Berg da, ne? Genau. Ich baue jetzt einmal zwei Holzwände hin. Sohle ist das Wort des Let's Play. Shit, hey, ich weiß gar nicht, wo der Gronkh ist. Sohle. Ich bin in diesem kleinen Tal, da. Ich stehe da gerade am Fels. Genau. Hallo, ich habe gerade das Crafting-Menü. Ey, geile Hose. Ja, nice, ne? Ihr habt alle Hosen an. Ich fühle mich so. Ich habe auch Hosen an. Guck mal, ich hab's an. Und mir ist heute sehr kalt, wie man vielleicht sieht. Sag mal, wo hast du die Palisade gebaut? Ich sehe ja gar nichts. Noch gar nicht. Ich crafte gerade, deswegen stehe ich hier gerade so doof rum. Okay, deswegen sieht der Gronkh meine schöne Hose nicht. Machen wir eine Wood Barricade, dafür ist es besser. Ne, jetzt habe ich schon Wände gemacht, damit wir hier einfach mal schon mal so eine Wand haben. Was hast du denn in der Hand? Eine richtige. Aber das braucht wir brauchen noch Böden, glaube ich, ne? Ein riesiges Fort gefunden. Ja, wir müssen Boden bauen und ich habe eine Workbench. Alter, ich kann eine Workbench vergessen, bauen. Dass wir einen Boden brauchen erstmal. Na egal. Warte, wo ist ein Boden? Wollen wir nicht erstmal losziehen? Das mit den Schuhen sieht so lächerlich aus, wenn der Schniepel raushängt, Alter. Hier, sieht gut aus, so, ne? Oder so? Was? Warte, Entschuldigung, so. Alter, sieht so lächerlich aus. Was ist denn Boden? Guck mal bitte mit gerade. Warte, Boden, ich guck mal ganz kurz. Nee, da ist doch kein Boden. Wood Foundation, komm, oder? Komm, Benni, eins. Ja, Wood Foundation. Drei. Wo hab ich denn die? Das Was? Zweite ist bei Parts, ganz unten zwei, bei Parts, drei. Wood Foundation. Ah, okay, ah, das ist der Boden. Die Parts, alles klar, da hab ich keinen. Müssen gleichzeitig springen. Ich kann keinen Bogen. Woodplanks brauche ich da erst. Alles ja, klar. Genau, da musst du erst Woodplanks craften. Die kann ich wieder oben bauen, oder? Oder ist das auch bei Parts? Nee, die kannst du auch, die sind oben bei Resources, glaube ich, wenn ich mich recht erinnere. Wollen wir nicht mal losziehen genau, in den Wald? Das zweite von oben, Holz, Resource. Wie viel Holz hier liegt? Gleich wird es dunkel. Ja, deswegen lass uns doch mal in den Wald hier gehen, oder? Okay, da, ja, lass uns doch mal schnell ein bisschen Futter holen, weil das ist, glaube ich, auch wichtig bei so vielen Leuten, wie wir sind. Warte, lass uns erst mal einen Boden bauen. Ja, aber lass uns doch erst das Holz holen, dann haben wir doch schon mal die Möglichkeit, dann haben wir doch viel mehr einfach. Guck mal, wie viele Bäume hier sind, bitte. Ja, ja, das stimmt. Holt mal Holz, genau. Dann genau, bauen wir genau, jetzt erstmal genau. Die Hütte. Weil ich habe noch ein bisschen was zu essen. Dann, haben wir dann können wir, glaube ich, da drin immer spawnen, oder? Kann das sein? Hm, was? Dass man dann in der Hütte dann spawnen kann, wenn man seinen Schlafsack da reinstellt? Ja, wenn man Schlafsack hat, ja, angeblich okay. Ja. Hallo, der trifft hier gar nicht. Na also. Hä? Ach so. Man kann durch den Baum teilweise durch. Ja, kannst du durchgehen irgendwie so ein bisschen manchmal. Also ich muss jetzt nicht, ich habe jetzt keine andere Möglichkeit, ich muss jetzt ein bisschen looten einfach, weil ich habe keine Ahnung, wo ihr seid. Ja, loote, bring mit, was du kriegst, aber nicht. Ich habe schon eine Blaupause gefunden für eine große Wooden Storage Box. Man braucht acht Planken für einen Teil Boden. Ja, ja, ist teuer alles, verdammt teuer, auch die Wände sind teuer. Für die Planken braucht ihr halt diese Workbench, wenn ihr die nicht habt, dann wird's schwierig. Ja, Workbench ginge, das ist kein Thema. Tobi, weißt du, wo du ungefähr bist? Dann bau sie. Ich hab grad ein paar Schweine kaputt gehauen. Ich will erstmal einen Boden bauen, bevor ich eine Workbench da hinstelle, weißt du? Mhm. Und dann kann ich den auf den Boden ohne, schon die Workbench ohne die stellen. Workbench kannst du ja keine Planken. Dann baue ich bauen. Sozusagen. Doch, klar, kann man. Woodplanks kann man ohne Workbench. Wie findet ihr das Spiel denn jetzt so nach der ersten Folge? Oder ihr habt ja wahrscheinlich alle ein bisschen schon ausprobiert. Also ich finde es durchaus interessant. Ich würde nur gerne aus dem Inventar mal rausgehen, wenn ich crafte. Kannst du. Du kannst aus dem Inventar rausgehen, es craftet weiter, du kannst nur nicht laufen. Okay, dann kann ich mich wenigstens umschauen. Schön. Oh. Sorry, Erich, ich wollte dich nicht unterbrechen. Nee, ich überlege gerade, wie es möglich ist, wenn man zu sechst ist, dass man genug Nahrungsnachschub kriegt. Weil hier sind zwar ein Bär und ein Wolf und bla in der Nähe, aber das ist natürlich schwierig, wenn man nackig durch die Gegend läuft, weißt du? Gibt's da noch keine Möglichkeit? Könnt ihr mir sagen, was hinter mir herläuft? Ah, du bist da! Slay Massive, das ist ein Wolf! Ich habe euch wiedergefunden, das ist ja schön, auch wenn das nur kurz war. Ach, da ist der Tobi. Wo ist der Tobi? Jetzt rette ich dich aber also, nicht. Also, das wird gar nicht so leicht. Hier ist voll uneben. Hier kann man ganz schlecht bauen. Nur an manchen Stellen, Leute. Ich glaube, unser Lager ist damit nicht gerade das coolste aber Lager. Ist doch alles uneben hier in diesem Spiel, oder? Also, ist doch alles so ein bisschen berglich und hügelig. Das muss doch gehen. Boden zu bauen. Ja. Boah, Alter, man kriegt ganz schön Hunger, wenn man abbaut. Getroffen? Kann das sein? Wo ist er denn? Wo bist du denn jetzt? Ja, wo soll ich das denn jetzt hinsetzen? Komm, Benni! Boah, ja, wenn man. Wenn man Sachen abbaut, kriegt man richtig Hunger. Wolf. Alter Schwede. Habt ihr den Wolf jetzt weggemacht? Ja. Ja. Wo seid ihr denn? Ich sehe euch gar nicht mehr. Ich sehe. Gut, dann habe ich euch wenigstens wiedergefunden. Das ist ja schon mal was.
Ach so, okay, wenn du den Wolf tötest, kriegst du halt hier für Klamotten, kriegst du halt. Genau. Ja, warte auf, das müssen wir eigentlich mal ein paar, also ein paar Tiere tot machen. Genau, wir brauchen jetzt unbedingt diese Schlafsäcke, genau. Geht, ne? Blut, ja, super. Was kann ich denn mit dem Blut anstellen, wenn jemand tot ist, wiederbeleben damit, oder so, jetzt was? Jetzt kannst du theoretisch deine Wände hier dran bauen, Gong. Ja, das kann ich mal. Ich mach mal Rückwände. Ich brauche auch nur mal, wenn wir jetzt, zu dritt unterwegs, sollen wir mal in diesen Komplex da reingehen und gucken, was da zu looten gibt? Da wird da man verstrahlt. Fängt es aber ziemlich an zu knistern, wenn du dich da näherst. Ja, nee, da stirbst du. Wie kann man denn Fleisch braten am Campfire? Ich kann die Wand gar nicht dran setzen. Du musst. Benni, wie geht das denn? Ja, das meine ich. Das ist gar gedrückt halten, dann gesenkt, weißt du? Und dann kannst du auf Open klicken. Das muss doch trotzdem gehen, weil der Boden da ist. Sehr geil. Danke, danke. Ja. Vielleicht weil du das gebaut hast, aber nee, das kann ja nicht sein. Das müsst ihr trotzdem anbauen können. Kurz eine Frage, wisst ihr, was man mit Blut machen kann? Kann man vielleicht jemanden damit wiederbeleben? Nee, ich muss erstmal kurz... Keine vielleicht, Ahnung. Vielleicht gibt's Gesundheit. Jetzt fehlt's mir ein Stone? Warum fehlt's mir auf einmal ein Stone? Ich hatte doch 6 Steine. Hast du Steine, Gronkh? Nee, gar nicht. Leider gar nicht. Ich hab 2 nur. Ich hab nur 2. Ja, das würde reichen. Ich hab alles verloren. Ich komm zurück. Moment. Baust du da gerade? So, Resource. Hey, ich hatte doch eben... Nee, ich brauch 6. Ja, ich hab nur 2. Scheiße, ich hatte doch eben genug Steine. Ihr meint, hat mir gesagt, die Workbench wäre okay, oder habe ich mich verschaut? Ihr seid wieder auf den Felsen gegangen, ne? Was genau. Wir sind ja gerade jetzt genau dort, wo die Sonne untergeht, oder? Das ist doch unser Lager. Ja, genau. Okay. Wie praktisch. Finden wir ja immer wieder. Ah, eine Wood Ramp können wir auch bauen hier. Dass man da so hochgehen kann. Ja, das ist super. Aber es sollte nicht zu erkennbar sein, oder? Ja, würde ich auch. Wir machen hier erstmal eine Mini-Hütte, oder? Ja, erstmal Schlafsäcke und Gutes. Benni, muss ich noch irgendwas drücken oder einfach in den Cookslot reinballern? Einfach in den Cookslot und dann so eine Minute warten. Ah, okay, perfekt. Was mit dem Sonnenuntergang sieht zwischen den Felsen aus? Guck mal, das Feuer muss brennen. Ja, ich glaube, der Admin ist jetzt auf dem Server. Er kippt uns jetzt gleich. Das wäre jetzt der Hammer. Ich kann auch kein Wall da dran bauen. Shit, das weiß ich echt noch nicht, wie das funktioniert. Aber mit ich dem Auftrag kannst du drehen. Kriegen wir noch raus. Wo kann ich denn eine Wall jetzt dran bauen einfach? Vielleicht geht das nicht an den Boden. Ich baue gerade noch eine Wood Foundation, eine zweite. Boah, ich brauche aber dringend was zu essen. Scheiße. Ich hab was zu essen, aber ich finde euch gerade eben in der Nähe. Wir sind gerade im Lager oben. Ja. Was heißt denn Lager oben? Ja, da, wo wir uns so getroffen haben, bei den Planken, da geht's hoch, so ein Pfad, so ein Geschlenk inzwischen den Felsen. Hast du was zu fressen, Erik? Ja, unbedingt. Ich geb dir was, hier. Oh, super. 3 Chickenbrüste. Ach, geil, danke dir. Deine Chickenbrüste sind die beste, Walle. Ach, so, hier geil. Müssen doch eigentlich noch die Barrikaden stehen, oder bin ich jetzt doch wieder falsch? Da geht der Rumpel auf die Barrikaden. Auf die Barrikaden! Bam, bam. Das sind doch hier die 2 Hörner, die wir als... Ich baue mal eine Wood-Barricade, vielleicht können wir die da anbauen, Erich. Warte mal, ich hab ja noch so eine Wood-Foundation, Alter. Zum Glück ist ja, den gehe ich mal aus dem Bereich. Warte. Darf ich mich Pam. Man kann sie... Ja, geil. Hab ich dran gebaut, super geil. Jetzt haben wir 2 Wood-Barricades schon hier. Bist du das, Rumpi? Weiß ich nicht. Da rennt einer durch unser Lager, wer ist das? Ich bin Tomahawk das, ne? Und Hose. Ach so. Ah, immer Zeichen geben. Okay. Wenn man im Lager ist, sonst schlagen wir dich. Ich finde das Lager nicht mehr. Weil es gibt natürlich ich finde das Lager auch nicht mehr. Ich dachte, ich hätte auch das. Leute. Ich wüsste das, wo das ist, aber ich hab. Ey, wir müssen irgendwie noch auf höhere Stellen in irgendwas setzen. Naja, ich bin jetzt wird's auch dunkel. Finden. Ja, gerade jetzt, aber jetzt können wir mit Leuchtfeuern wieder arbeiten. Vorsicht, der Baum brennt! Okay, warte. Ja, mach mal bitte ein Lagerfeuer. Ich probier gerade mal was. Ah, guck mal, das geht. Da ist Wände. Theoretisch. Aber da würde ich noch keine Wände hinbauen, ne? Weil da kann ich da hinbauen. So. Jungs, baut mal bitte ein Lagerfeuer. Mir geht eh nicht. Was? Aber ich glaube, die ist dann scheiße. Kann man das nachher wieder abreißen? Stimmt, oder? Weiß ich ehrlich gesagt gar nicht. Ich habe keine Ahnung, ob man das kann. Ja, was ist, wenn ich da jetzt falsch baue? Aber es ginge theoretisch. Die Mauer geht. Ich frage mich, warum ich da, keine Wand hinbauen kann. Aber die Woodbarricade ginge. Von dieser, da wo wir den Wolf getötet haben, in welche Richtung musste ich da laufen zum Lager? Soll ich die jetzt gegengesetzt zu dem verstrahlten Gebiet. Nee, lass mal, keine Barricade hier. Die brauchen wir ja Rumpel, unten. So dass du diesen Riesenberg als Hintergrund, also hinter dir lässt. Warte mal, dann dass du genau entgegengesetzt läufst. Hier, ah, guck mal, stopp, bleib mal stehen, da unten rennen wir am Berg entlang. Ich mach mal hier einen Campfire, Moment, eine Sekunde. Weißt du, ja, ich komm da hoch. Ich huste gerade mal heimlich. Okay, hier ist ein Campfire super, weil wer aus dem Wald kommt, der findet das Campfire. Wir müssen aber wirklich irgendwie was unten noch hinsetzen oder hinbauen, damit wir das hier oben finden. Ich baue hier auch noch eine Barrikade hin. Hier sind die Barrikaden sieht man nachts eigentlich nicht, ne? Ja, hier sind so viele Felsen. Was aber eigentlich gut ist. Ja, eigentlich ist es gut, hast du recht. Wir müssen den Tobi echt wiederfinden. Da seid ihr. Oh, das sieht aber schon nice aus. Tobi, wo bist du denn, alte Socke? Ich laufe gerade verletzt über einen Berg. Setz hier trotzdem noch eine Barrikade hin, dann sieht man das auch von der anderen Seite. Wie kriegt man denn seine Injury wieder weg?
Mit dem Health. So. Weil ich gerade sitze. Benni. Hast du eine Mütze, Dennis? Ja. Schöne Mütze. Ja, ich habe sehr, sehr viel. Und eine Hose. Ich habe sehr, sehr viel Fleisch. Willst du das mal alles braten? Ich habe das mal hingeschmissen. Sehr cool, sehr geil. Was können wir denn mit Leder machen? Mit Animal Fat. Weiß ich auch noch nicht. Leder habe ich auch. Animal Fat, ja, stimmt. Aber Leder haben wir. Uns einreiben. Ist der Grund immer noch nackt hier? Wo ist der denn? Ja, ich bin immer noch nackt. Ich hole jetzt mal Holz. Ey, Walle, brauchst du Stein? My way of life. Ja, brauche ich. Aber ich brauche noch einen mehr. Benni, hast du vielleicht auch einen Stein? Dann könnten wir eine Workbench Ich habe zwei. Ja, warte, noch einer fehlt für die Workbench. Eben hat er mir das aber... Nee, jetzt geht's. Ja, sag ich doch. 8 von 8. Ach so, ich habe 8. Also ja, dann habe ich gar nicht gesehen. So klein, ja. Achtet mal bitte. Okay, ich baue jetzt die Workbench auf dieses Ding drauf, wo wir, Erik und ich, hier die Plateaus gebaut haben. Ja. Ne? Aber okay. Hört zu, achtet auf euer Food immer. Manchmal ist man da. Vor allem beim Abbauen, wenn man irgendwas abbaut, dann verschwindet das schneller. Ja, ich habe dem Erik ja jetzt genug gegeben, der hat ja 3 Chickenbrüste. Genau, ich treibe mich ja gerade nachts auf der Wiese rum alleine, das ist ganz gut. Da sehe ich wieder irgendeinen nackigen Laufen. Bist du das? Das kann nur der Gong sein. Wenn ich am Baum stehe und mich reibe gerade, dann bin ich es. Ja, dann bist du das. Ah, dann hab ich euch endlich gefunden. Ey. Super, in meinem Rücken das Plateau, da ist die Basis. Hallo. Dann helfe ich dir nochmal mit dem Baum hier. Ach, das geht easy. Mit der Spitzhacke geht das relativ fix. Ich habe auch noch Leder. Was können wir denn mit Leder machen? Okay, jetzt der große Moment. Die Workbench ist fertig, Freunde. Jetzt bin ich gespannt, was wir damit machen können. Ich auch. Ich setze jetzt da hinten rein, Alba. Planken kannst du damit. Die kannst du auch so machen. Vorher machen. Planken. Aber das ist eigentlich ganz geil gemacht mit dem Hinsetzen, finde ich, wenn es denn funktioniert. Ich setze jetzt mal nicht ganz an die Kante, weil nachher muss ja nur eine Wand hin, ne? Genau. Wobei, die Wände können wir momentan nicht platzieren. Ich weiß nicht, warum. Okay, die Workbench steht. Und jetzt sag mir mal, wie ich das use. Meine Fackel anmachen gerade. Sieht aus wie ein Xylophon. Ja, cool. Was kann ich jetzt mehr machen mit der Workbench? Habt ihr das mal rausgefunden? Ich dachte, das mit den Planken wäre so das eigentliche gewesen. Hello. It's you again. Ich habe nichts mehr zu essen und ich bin völlig verhungert. Ihr müsst kommt mal hier. Der Benni, der ist am Brutzeln. Gib dem armen Mann mal eine Decke. Eine Decke und vielleicht auch, genau, wenn ihr habt, irgendwie sowas wie Kleidung oder so. Haben wir leider nichts, müssen wir warten, bis es tags ist und ein Wolf jagen. Hier ist das Lager jetzt, hier, guck mal, jetzt müssen wir, hier ist die Workbench. Könnt ihr damit was machen? Also ich kann da nichts aktivieren oder so. Also bitte verzeiht uns, so weit waren wir nicht. Wir hatten das Spiel halt immer schon mal angespielt, aber ich kann aber Workbench auch und sowas haben wir alles noch nicht gemacht. Aber das gehört ja auch dazu, also beim Let's Play, das kennenlernen. Wir haben uns noch nicht groß informiert. War eine Large Wood Storage Blueprint. Soll ich die mal auslernen? Lernen die mal. Dann können wir irgendwie Storage bauen und Sachen reintun und sowas. Large Wood Storage habe ich jetzt gebaut. Ja. Außerdem habe ich ein Large Medkit und 4 kleine inzwischen. Und dann Boah, ich muss aber mal was zugutehalten im Spiel. Als ich mich vor, weiß nicht, also am Anfang, als es gerade rausgekommen ist, Early Access, habe ich das auch mal gezockt. Mhm. Und da war es echt noch sehr, sehr, sehr rudimentär. Und die haben schon ein bisschen was nachgepatcht, meiner Meinung nach. Also es ist echt, du hast hier schon viel Inhalt. Also wenn ich in der Nähe von der Woodbench stehe, dann wird die mir unten rechts über dem Healthbar angezeigt. Genau, bei mir auch. Workbench 1, genau. Kann das sein, dass das Crafting dadurch schneller geht, wenn man davor steht? Ja, das kann sein. Ich mach grad Woodplanks, braucht die jemand? Genau, die müssen wir alle haben, damit müssen wir nachher bauen. Also genau, ich bastle auch gleich welche. Das sind jetzt die Schlafsäcke, damit wir das irgendwie... Ja, da brauchen wir sehr, sehr viel... Wir müssen jagen. Aber nicht nur Wölfe jagen, wir haben ja ein Wolfsgebiet in der Gegend, aber nachts kommen die Zombies halt alle raus. Ich habe mal schnell nachgelesen, wenn es euch interessiert. Also die Workbench ist dazu da, um bestimmte Items zu craften. Ah, ja, klar. Die gehen nur, wenn man da dran steht. Ja, der Revolver zum Beispiel. Wenn man den erstellen will, braucht man die Workbench. Bei der Shotgun auch. Dann ist es ja gut, dass wir das Ding haben. Sehr gut. Sieht ja aber schon mal ganz gut aus, ne? Ja, ne, ganz mauschelig. Also, kann man schon als Lager bezeichnen, oder, finde ich? Eigentlich schon. Was war jetzt nochmal das Crafting-Menü? Das Crafting-Menü mit Tab ins Inventar und dann hast du oben rechts das Crafting. Sollen wir uns mal nach draußen wagen? Nee, nicht, wenn es dunkel ist. Wir brauchen noch mehr Stoff. Dennis. Benni. Warum gibst du den ganzen Stoff eigentlich für Kleidung aus? Bin so neugierig. Sarazar? Weil das geil aussieht. Du hast bestimmt relativ viel Holz noch. Brauchen Schlafsäcke. Nee, gar nichts mehr fast, weil ich ja diese Böden gebaut habe und so. Und die Workbench und Pipapo. Ah. Habt ihr gar kein Holz gerade mehr? Ja, gib mir mal. 27, doch. Sorry, 27. Ich hab noch 9 Holz. Ich bräuchte 23, 27 Holz. Nee, hab ich dir genau. Geben.
Hier, weil dann kann hier, nimm einfach mein ganzes Holz. Hier, ich werf's mir. Okay, dann kann ich nämlich so eine Wood Storage bauen. Dann können wir schon mal eine Box, wo wir mal was reintun können. Geil. So, ich probiere gerade mal was. Vielleicht kriegen wir doch gleich Wände. Mal gucken, ob das funktioniert. Okay, ja, ich baue gerade auch Wände. Zack. Klappt. Warte, zack. Ich habe jetzt Pillar gebaut. Erstmal so Pillars und dazwischen kann man die Wände dann reinziehen. Ah, klar, logisch. Jetzt, du brauchst natürlich noch eine Säule. Und jetzt, Jungs, pass auf. Ich baue gerade die Wände hier. Ja, warte. Ja, Pillar. Mal, klar. Ah, der Dennis steht im Weg gerade. Warte, jetzt. Zack, die erste Wand sitzt. Ja. Geil. Yeah. Dann kann ich jetzt ja auch meine Wand versetzen. Hammer. Und dann werde ich jetzt hier in dieser. Guck mal hier. Im Bereich werde ich jetzt die Holzstorage einbauen. Wir müssen noch einen Pillar rein. Ja, wir müssen noch ein paar Pillar bauen. Geh mal da weg, Sarasa. Dann kann ich hier die Woodbox hinbauen. Boah, wir bauen jetzt hier eine richtig schöne Hütte gerade. Alter, ich baue die Wand hier. Wie baue ich denn die Wand da dran? Du brauchst einen Pillar vorher. Also eine Säule. Pass auf, bau die Wand aber nicht einfach irgendwo, weil wir brauchen ja noch ein bisschen Platz nach hinten vielleicht, dass wir hier nochmal irgendwie so ein Grounding. Genau, erstmal Grounddinger noch bauen. Kann jemand mal da so eine Säule hinbauen hier an die Ecke hier? Ja, ich habe leider keine mehr. Wir brauchen. Hast du noch eine Walle? Nee, gar nicht. Aber die brauchen. Wo willst du die Wand denn ziehen, Dennis? Würde hier hin, von hier? Braucht zwei Woodplanks, dann kann ich eine Säule. Aber da können wir noch eine Foundation hier hinballern, oder? Hier so. Damit wir da noch ein bisschen mehr Boden haben, weil das ist ja momentan ein bisschen eng. Ich würde auch richtig viel Foundation. Passt das denn mit dem Fels hier? Weil der Fels ragt ja so ein bisschen rein. Müssen wir ausprobieren. Nee, hier ist, glaube ich, nicht gut. Lass lieber nach hier so erweitern. Da haben wir mehr Platz. Ja, dann machen wir mal ein bisschen aus nachher. Ich glaube, hier machen wir zu. Also wir holen erstmal ein paar Foundations. Schatten, was ist das für ein Schatten zur Hölle? Seht ihr eigentlich, wenn ich jetzt die Fackel raushol, seht ihr das auch alle, das Licht? Oder sehe nur ich das dann? Das sehen wir auch. Nee, wir sehen dich jetzt alles. Ja, sehen wir auch. Ah, cool. Wir müssen mal rausfinden, wie man die Fackel auflädt. Wisst ihr das? Dann musst du neue machen mit Kohle und Holz. Crafting. Hier, Gronkh, pass auf. Kann ich dir... Ja. Hier, ich hab mal die Wände da hingeschmissen. Okay. Ja, okay, mach ich nachher mal. Vier Stück sind das. Super. Können wir jetzt hier in diese Box, können wir da einfach mal sagen, dass das unsere Essensbox ist, unser Kühlschrank, damit alle da immer ran können, wenn sie was brauchen. Das Problem ist, wenn wir jetzt Sachen reintun, so dunkel, wenn wir jetzt Sachen reintun. Mit Fuel brauchen wir auch das Animal Fat, ne, ganz kurz, dafür brauchen wir das. Wir sollten, bevor wir was in die Kiste tun, sollten wir die Wände ziehen und eine Tür reinmachen, weil sonst kann das jeder rauslooten. Eben. Mach mal das... Ja genau, ich mach gerade das Feuer wieder an. Das stock's gerade auf. So. Alter, jetzt hängen wir die ganze Folge nur im Lager, aber es ist irgendwie trotzdem spannend und erfolgreich. Ja, was ein bisschen doof ist, ist, dass der Tobi irgendwo immer noch hängt, ne? Ja, der Tobi rennt alleine auch mit einem Singleplayer-LP. Ja, das Schlimme ist, dass ich immer woanders spawn und ich sterbe. Das ist so zum Kotzen. Oh, du Armer. Ja, deshalb ist es so wichtig, dass wir jetzt damit der Tobi uns überhaupt sieht. Wir oben auf dem Berg. Wir können auch Leuchtfeuer machen. Hier, guck mal, das ist da gut gesetzt. Ja, komm, dann baue ich auch noch eins hin. Kann ich auch man kann Flair machen, Ihr müsst aber auch genug Holz reinlegen, ne, damit das anbleibt. Baut den Jungs mal eine Hose. Dennis, hättest du dir lieber mal eine Hose gebaut als deine Mütze? Ey, meine Mütze ist cool, ja. Ja, aber das Cloth und so weiter, das müssen wir jetzt erst echt aufsparen für die Schlafsäcke. Tobi, hast du ein Lagerfeuer an? Nee. Achso, wegen dem Kasinda, ne? Ich sehe nackten Mann am Lagerfeuer. Aber ist Tobi, cool. Wir haben jetzt. Bitte wird. Cool, ich kann jetzt sowas in die Kiste reintun, ne? Ja, würde ich aber, wir haben jetzt zwei Lagerfeuer an. Würde also ich aber noch nicht machen. Ja, aber jetzt kannst du es ja machen. Wir sind ja jetzt momentan noch da. Also wir werden ja noch ein bisschen hier die Folgen machen und dann vielleicht. Die meinst du hinterher rausholen beim Folgenpäuschen, beim Aufnahmepäuschen? Genau. Ja, ich hoffe halt, man weiß halt nicht, ob die Hütte nachher noch steht, wenn man den Server verlassen hat. Sie kann halt auch zerstört werden oder sowas, weil die oder zugebaut. Noch nicht verschließbar ist. Naja, wir müssen die schon sehr unwahrscheinlich in dieser Aufnahmesession so zubauen, dass da keiner rankommt. Fertig. Genau. Wann wird es endlich wieder Tag? Der Mond steht zwar noch sehr hoch, aber von Tag ist keine Sicht. Ja, wenn es Tag ist, müssen wir auf jeden Fall Klamotten mal besorgen und Wölfe töten. Ja. Also damit wir auch unbedingt Schlafsäcke bauen können. Dann haben wir nie das Problem, wenn wir sterben, dann spawnen wir direkt alle immer wieder hier. Ja, das ist relativ gut. Genau, das. Und ohne Hose wäre schön. Ja, der Grom braucht eine Hose. Ja, für mich auch. Friert langsam. Ihm ist so kalt, man sieht es. Ja, ich muss mich ja schon mal... Oh, jetzt, wessen Schniepel ist das denn hier? Ach, der Rumpel wieder. Da wollen sie wieder Schniepel da hinten am Lager. Was machst du da? Die drei kleinen Schweinchen. Ich halte den großen Stein vor dein mächtiges Gemächt, damit man das nicht sieht. Nein! Oh, hier. Nicht auf.
aufstehen. Das geht nicht. Oh mein Gott, diese Sauereien hören nicht auf. Nee, so, unser Nachts am Lagerfeuer. Ach, hier vorne irgendwie wer hat eine Gitarre? Wer hat eine Gitarre gecraftet? Ja. Oh, nein. Huch, ach hier, Workbench 1. Und Garage Band hier. Ich halte immer schön den Stein so davor, dass man das nicht sehen kann. Zensiert. So. Ich komme näher. Nein. Ja. Rumpel, es gibt keine Kommen. Nein. Oh Gott, ich krieg's nicht immer hin. Muss ich Alter, voll das komische Lager, wo die Leute oben auf dem Felsen spielen. Sitzen und so. Aber ich glaube, es ist schon sehr unwahrscheinlich, dass andere Leute das hier finden, oder? Also wir finden. Ja, außer dass wir ein Let's Play machen, das öffentlich verfügbar ist, wo jeder genau weiß, ach hier bei den Felsen, da wo die Sonne ist, bla. Ja, aber die wissen ja nicht, wer auf welchem Server wir sind. Ja gut, das stimmt. Ja, das stimmt. Ja. Auf Germany 2. Wir sind auf Germany 2. Hab ich eingeblendet. Germany 2, ne? Hast du eingeblendet. Germany 2. So, hoffentlich wird es bald wieder Tag. Ich möchte mich nicht nachts jagen gehen. Nee, nachts ist echt ein Katastrophe. Wir sind ja auf Germany 2. Ach, Alter. Oh. Alter. Der Sarazar wieder. Wenn die Leute jetzt nicht anlügen, ja? Ist das nicht natürlich. So, wir sind auf dem Server. Was brauchen wir denn um... Ich müsste mir mal so eine Stone Hatchet. Genau, sowas bräuchte ich mal. Wir brauchen den Tobi auf jeden Fall zurück. Germany 2 ist Rumpel. Aber voll leider. Rumpel ist voll im Bilde. So, Entschuldigung. Aber was ich hoffe, wir haben bald auch einen eigenen Server, die Nitrado-Jungs sind ja recht pfiffig. Vielleicht kriegt man das ja hin. Das wäre ein Traum. Aber da müssen wir wieder bei Null anfangen, ne? Hat jemand ja, noch zwei toll. Stones? Zwei? Zwei? Ja, kann ich dir geben. Das wäre super, weil dann kann ich mir auch so eine Hatchet mal bauen. Oh, nee, Moment, das ist Sulfur, Hirnstein. Ne? Das, was mich interessieren würde, ist jetzt auch, wenn wir alle hier auch starten wieder, ne? Wenn wir jetzt ja, wenn du rausgehst. Also ich bin, Dennis? Ich hab da angefangen. Wir sind hinter dich gefallen. Oh, Stones, da sind Stones. Aber Dennis, du hast was zu essen, ne? Verloren von unserem letzten, wo wir gespielt haben, Dennis. Ich hab nichts mehr zu essen. Verloren. Hat noch irgendjemand was zu essen? Dann würde ich noch Benni, würde ich loslaufen und nochmal Holz holen, weil das halt ewig viel Energie kostet. Ich habe dir gerade drei gegeben, ne? Ich habe jetzt auch noch zwei. Ja, habe ich natürlich schon aufgefuttert. Ich gehe da mal mit, Benni. Schmeiß mal Essen hin, Benni. Super. Du sollst, guck, also ich habe genug zu essen, mir geht's noch ganz gut. Ich splitte das mal. Was ist der hin? Hast du den? Ich habe einen genommen gerade, einen einzigen. Bei jeder zwei, oder? Ja, warte. Da liegt jetzt noch einer, ich weiß aber nicht, für wen der ist. Ich will aber Holz sammeln. Ich komme mit Holz sammeln. Auch noch für euch. Nehmt. Okay. Ich hab auch viel Energie, ich komm mit. So, jeder hat jetzt drei, oder? So, ich hab mal noch viel mehr. Esse ich gleich mal auf. Hey, warum ist das jetzt? Warum? Ich werf hier mal. Ich hab kein Holzscheit. Kann da einmal wer draufwerfen? Hier im Lager? Ja, im kann Haus? Ich machen. Ich hab, leider gar kein Holz mehr. Die übliche Frage: Wie lange geht diese Folge schon? 27 Minuten, ja, okay. Na komm, ein bisschen was machen wir noch, ne? Ja, ja, klar. Bisschen. Ist auch ein bisschen blöd, also ich muss nochmal sagen, für den Tobi, ne, also... Ja. Ach, der arme Tobi. Ich hab mich jetzt gerade nochmal umgebracht und versuche jetzt mal in eine andere Richtung zu laufen. Du läufst aber... Nachts ist halt echt bitter, ne? Ja, nachts also, ist echt scheiße. Warte mal, ich komm auch nochmal, je mehr wir sind, desto besser eigentlich. Ja. Wir treffen uns nachher Wölfe im Lager kommen. Einfach. Dann aber Leute, tut mir eingefallen, nicht rennen. Lauf normal, dann. Und der Sarazar rennt? Ne, der Rumpel. Ne, der geht ganz normal. Geht ihr jagen? Rumpel, nicht. Ne, wir holen noch Holz gerade. Ach so. Ich überlege, ob das so clever ist, nicht da vorne mal ins Tal reinzugehen. Es wird jetzt eh langsam wieder Tag. Seht ihr das Rot von der Sonne? Ja. So, insofern könnten wir vielleicht mal hier ins Tal rein, weil da gibt's ja diese Steine auch. Ja, und, Steine und die Hatchet, genau, dieser Holz. Genau. Okay, dann gehen wir dahin. Hätte ich natürlich bei diesem Spiel. Da läuft aber irgendjemand anders dann lang. Sarazar, dann müsstest du links laufen, wenn du in das Tal willst, an der Küste. Nee, hier ist auch ein Tal. Hier habe ich ganz viel geholt. Du musst aufpassen, dass du dich dem verstrahlten Gebiet da nicht näherst, ne, rechts. Und hier ist irgendwo der Wolpertinger, da müssen wir aufpassen. Aber ich finde, also diese Rats, die gehen auch wieder runter, ne? Boah, das Lager sieht man überhaupt nicht, ne? Guckt euch das mal an. Das ist super. Ja. Aber nicht gut, wenn du stirbst, so wie der Tobi, dann findest du es nicht mehr. Nee, ne? Wir finden es eh nie wieder, wenn du stirbst. Nee, das ist die erste Sonne, die jetzt hier auf... Boah, ja, das ist die Blut, Sonne. Blutrot einfach. Ja, ist ein bisschen übertrieben, ne? Ja, aber ich weiß nicht, was ist mit dieser Welt passiert? Nuklearer Krieg oder was ist da passiert? Irgendwie sowas, weil es sind ja viele gegen den radioaktiv. Ja. Und im Gegensatz zu DayZ wurde ein Zombie. Ja, aber das ist ja ein Virus wahrscheinlich bei DayZ, denke ich mal. Und bei hier bei Rust scheint es ja irgendwie sowas zu sein wie Alter, eine Rot Mutation. Das ist. Ja, ich krieg auch gerade hier so einen Rotstich im mein ganzes Rotpigment im Auge ist schon aufgebraucht. Aber hier ist nichts, gar nichts. Nee, hier sind auch keine Steine und am besten aber immer bitte geradeaus weiterlaufen. Gehabt. Immer schön diese Felswand da hinten im Blickwinkel haben, ne? Man sieht halt auch echt wenig gerade. Hier. Ah ja, da ist mal was. Ah, sehr gut. Aber wer natürlich bei diesem Survival-Game fehlt, ist natürlich Tommy D'Angelo. Ne, Sarazar? Ja, Tommy D'Angelo. Schon weg. Den gibt's dafür bei DayZ. Genau.
Unser der Daisy. Der Tommy der Angelo. Guckt, Leute. Ah, lass uns kurz innehalten und den Sonnenaufgang betrachten. Ja, komm, wir stellen uns mal alle nackt hier hin und gucken uns den Sonnenaufgang. Ah, ich bin ja gar nicht nackt. Aber der Rufel ist nackt. Ich bin nackt. Und der Gong ist nackt. Wo sind ja, die denn? Ich reibe mich gerade noch schnell am Baum. Ich gar nicht. Ja, der Sonnenuntergang ist schön, auch von hier. Hä? Wo seid ihr denn plötzlich? Wir waren doch gerade noch in diesem Häufchen. Wir laufen zu dieser Felswand hier. Ja, da, ihr dürft nicht rennen, das ist das Problem. Ich sehe da hinten, da hinten. Lauf nach links. Ringe. Lauf nach links. Oh, seid ist ihr das schön. Ah, da von bist du aus. Ja. Hier, siehst du die Fackel? Oh, komm, wir stellen uns mal alle den Gronkh, ich hab den Gronkh hier. Oh, oh nein. Gronkhs nackter Arsch. So, komm, wir gucken exklusiv uns jetzt alle den Sonnenaufgang an. Exklusiv bei Sarah. Das ist doch cool, da können wir doch hier ein Folgenende machen mit dem Sonnenaufgang. Das ist doch schön. Ach, ein Traum. Ja, machen wir hier ein Folgenende. In der nächsten Folge sammeln wir erstmal Rohstoff und gucken mal, dass wir den Tobi irgendwie wieder rankriegen, der arme Wicht. Ich muss jetzt was ganz Schönes erzählen hier beim Sonnenaufgang. Lustig. Es war einmal ein kleines Mädchen. Aber nicht mit so einer Pussy-Stimme. Ja, mach mal richtig Stimme. Hier es so, ne? Es war einmal ein kleines Mädchen. Ihr fielen so alle Haare aus und dann auch die Beine. So. Ende. Also ich habe auch Fanservice gemacht hier. Und wenn es nicht gestorben ist, dann krabbelt es noch heute auf den Arschbacken durch die Gegend. Nur die Harten kommen in den Garten. Und die Zarten ich müssen warten. Ich habe gerade eben ein Foto von Gronkhs Arsch gemacht. Und das kommt bei mir auf Thumbnail. Das kommt bei dir, das rahmst du dir an, stellst du in dem Rechner, das Gronkhs weiß ich Arsch, doch. Arsch exklusiv. Das rammelt er sich ein. Obwohl, schau mal, so exklusiv ist er ja gar nicht. Der war aber richtig gut. Wie der Rumpel sich über Männer aufzulachen. Manchmal wollten wir die Folge beenden eigentlich ursprünglich. Ja. Stimmt, ja, achso. Und das Chaos wieder hier, ey, typisch. Okay. Liebe Freunde, adios amigos, wir sehen uns wieder in der nächsten Episode von Rust oder bei einem anderen Let's Play. Bis dahin. Tschüss. Das rammelt er sich hinein, das ist so lustig.